So, und damit herzlich willkommen hier zu dem vierten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der FC Augsburg gegen SV Werder Bremen. Ja, im letzten Spiel hat ja der FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05 mit 0:2 verloren. Und ja, damit sind wir jetzt auf Platz 4 der Tabelle. Hinter Frankfurt, Hertha und Bayern. Und natürlich Spieltag 4, da kann man noch nicht groß auf die Tabelle gucken und sagen, ja, hier, da ist man auf jeden Fall sicher. Oder hat man schon mal einen Durchblick, wo es hingeht. Man kann spekulieren, aktuell sieht es so aus, als wenn wir den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen. Natürlich gibt es dafür noch viel zu viele Spiele, um genau zu sein, nach diesem Spiel 30, um irgendein Urteil zu fällen, aber man merkt schon eine positive Entwicklung. Und solange wir hier keine Spiele wie gegen Mainz 05 wieder sehen, wo wir zu lasch gespielt haben, wo wir den Gegner zu viele Chancen gegeben haben, wo wir ihn einfach nicht ernst genommen haben, dann glaube ich, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Saison im internationalen Geschäft sein werden. Und das wäre auf jeden Fall schön. Das wäre auf jeden Fall, ja, eine gute Leistung. So, Werder Bremen spielt mit einer 4-4-2-Raute. Mit Kruse und Harnik als Sturmduo. Und das Spiel, das kann hier in Augsburg auf jeden Fall beginnen. Hier am Samstag um 15:30 Uhr hier in der Konferenz. Ich fürchte das natürlich nicht Samstag. Also gehe ich mal davon aus. Wenn, dann wäre es ein schöner Zufall, aber ich glaube es nicht. So. Augsburg natürlich in den weißen Trikots. Und Bremen in den grün-weißen Trikots. Und das Stadion, das gefällt mir hier echt gar nicht mit der Beleuchtung. Also mit dem Sonnenlicht. Es ist nicht so schön. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. So, Rani Kidira. Co. auf Gregoric. Und Co. jetzt hier am Ball auf Finn Bogason. Hat Jakob gesehen, aber Jakob bekommt da nicht den Ball. Stafilidis. Und Hahn schickt jetzt hier Karstorp durch. Der ist auf jeden Fall sehr erfrischend hier in dieser Mannschaft. Sprich, er spielt sehr offensiv. Also er überläuft sehr häufig André Hahn und das ist auf jeden Fall gefährlich für die Gegner. Und wir gehen in der 11. Minute durch André Hahn. In Führung hier zu Hause. André Hahn mit dem Treffer und es war einfach sehr gut herausgespielt. Da zieht Gregoric zwei Spieler auf sich und Hahn kann da einfach durch die Lücke laufen und dann schließt er da ab. Unglücklich für Pavlenka, aber was willst du da machen? Zweites Bundesliga-Tor, die Nummer 28, André Hahn. Ja, also wenn das hier so weitergeht, dann könnte es auf jeden Fall nochmal ein schönes Ende finden. Ich meine, gegen Gladbach haben wir ja 3-0 gewonnen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es häufiger so aussehen wird, aber beziehungsweise es wird nicht häufiger so aussehen. Es war sehr wahrscheinlich einfach nur ein Quäntchen Glück, was wir da hatten, weil Gladbach einfach eine falsche Einstellung hatte, welche wir dann wiederum gegen Mainz hatten. Und wenn wir nicht Konstanz bewahren, dann sieht das auf jeden Fall anders aus, als es aktuell aussieht. So, Bargfrede. Bejimo.
Hanik, Martin Hanik, Rane Kedira, Daniel Bayer und jetzt schicken sie hier André Hahn auf die Reise und der ist durch. Ja, war eine schöne Idee von Co. Jetzt haben sie vielleicht doch nochmal den Ball. Ha. Schade. Schade, schade. Ich dachte, da könnten wir irgendwas Großes starten, aber der Abschluss, der war dann halt nicht so auf dem Niveau wie die Vorbereitung. So, Augustinsson. Über die rechte Seite. Augustinsson und da ist sie die Gelegenheit für Hanik. Da kommt er zum Kopfball und das darf eigentlich so nicht passieren. Beziehungsweise die Flanke hätte schon, ja, verhindert werden müssen. Hat immer Davy Klaassen. So, machen wir kurz. Und ja, also hätten wir unterbinden müssen, aber es ist ja nochmal gut ausgegangen. Steht weiterhin 1:0 hier für die Augsburger. Und jetzt Finn Bogason auf Hahn und Hahn, der hat heute wirklich großes Interesse, das ein oder andere Tor noch zu schießen. Also ein Doppelpack oder ein Hattrick sogar zu erzielen. Aber mal sehen, wie das so funktionieren wird. Bijimo. Panik. Ja, Kedira und Phelps. Kleine Mängel bei der Kommunikation. Aber es ist ja nochmal gut gelaufen. Kedira hat ihn gut weggehauen. Und jetzt Co. sieht Panik. Also auf der rechten Seite, da sind die Augsburger sehr oder haben sehr viel Spielraum, sagen wir es mal so. Hahn wird da sehr häufig übersehen. Daran müsste Bremen nochmal arbeiten. Co. Schade. Klaassen und Augustinsson. Jetzt muss Bremen natürlich irgendwie da rauskommen. Mit drei Mann pressen wir da. Und jetzt bekommt Bremen mal hier die Gelegenheit. Ja, Bijimo. Nummer 2 von Bremen. Und es gibt jetzt hier den Freistoß für die Gäste. Ja, sehr schön gemacht von Gregoritsch. Augustinsson. Bargfrede. Ja, hups. Da. Okay, den hauen sie weg. Kedira haut ihn weg. Und Klaassen jetzt am Ball. Ja. Ich versuche da immer so die Lücke aufzumachen. Ich versuche da immer so die Lücke aufzumachen, damit sie da reinschießen und ich ihn hoffentlich auch halten kann. Und der nächste Gegner in der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern München. Und da muss ich nichts zu sagen zu der Beziehung zwischen Augsburg und dem FC Bayern. Ich glaube, wenn man einen Blick auf die Karte wirft, dann wird man merken, was das Besondere hier ist. Klaassen 1:1. Und da stand ich echt miserabel. Kurz vor Schluss in der ersten Halbzeit. Also wieder, er darf da nicht flanken und ja.
Wenn ich da rausgehe, dann muss ich ihn eigentlich haben. Dann habe ich ihn die Tür aufgemacht, bin zu früh hinabgesunken. Und dann steht es einfach mal 1-1. Also. Ist unglücklich. Es ist unglücklich, es ist auch zum Teil unnötig, weil wir hatten einfach die Überlegenheit in der ersten Hälfte. Davy Klaassen mit seinem ersten Schuss direkt, beziehungsweise ne, seine erste Gelegenheit, auch das erste Tor. Und später am Abend spielt dann unser nächster Gegner gegen den FC Schalke 04. So, zweite Hälfte 1-1 und wir haben natürlich noch alle Chancen offen hier zu gewinnen. Aber Bremen halt auch und das ist halt das Gefährliche. So, Davies. Şahin, Klaassen, Şahin. Ja, jetzt hier, aber nein. Das war ein schlechter Abwurf. Da müssen wir jetzt aufpassen. So. Allerdings. Jetzt aber auf Hahn und dann Bayer, sehr schön. Ja, der nächste Gegner von Bremen ist dann. Ist dann Hertha BSC Berlin. Okay, jetzt gibt's anscheinend einen Wechsel. Milot kommt für Martin. Ich war auch verwirrt, dass er auf der Bank war, aber Kohfeldt wird sich da schon irgendwas gedacht haben. Und bis jetzt hat es ja eigentlich funktioniert. Auch wenn ein bisschen glücklich. Aber es hat ja funktioniert. Steht dennoch ein 1-1 und ja, es ist natürlich nicht das, was Bremen sich erhofft hat. Aber ich glaube, jede Mannschaft, welche sich in den Top 12 sieht, oder ja, sich selbst in mindestens Top 12 sieht oder höchstens wird Augsburg ein wenig unterschätzen und Bremen gehört halt auch dazu. Sie unterschätzen uns ein wenig. Vor allem jetzt nach der Niederlage gegen Mainz, dass wir da jetzt irgendwie den Anschluss verloren hätten. Klar, wir sind jetzt nicht mehr. Wir spielen jetzt nicht mehr so wie vorher. Aber ich glaube nicht, dass wir einen schlechten Fußball spielen. Na, da bekommen wir den Ball da nicht durch. Mann, Mann, Mann. So, Kruse, Augustinsson. Kruse. So, und jetzt Bayer. Ah, das war nicht der beste Versuch, irgendwie den Ball auf die andere Seite zu bringen, aber komm, was soll's. Ja. Funktioniert in dieser zweiten Hälfte recht wenig. Wobei die erste Hälfte noch mehr Action bot, mehr Torchancen bot, sehen wir jetzt hier erstmal den Wechsel von Udin für Jakob und recht wenig Offensive.
von beiden Mannschaften. Sie spielen sich den Ball vor dem jeweils gegnerischen Tor herum, aber zu einem Abschluss kam es bis jetzt noch nicht. Udin. Gregoritsch. Udin. Ja, Co. auf Gregoritsch. Pavlenka und Mijimo. Jetzt müssen wir auch einfach mal pressen. Jetzt müssen wir hoch pressen. Und das machen wir und wir holen uns den Ball. Das finde ich sehr gut, wie wir da zum Zweikampf gingen. Na, Gregoritsch, der kann es auch mal von außen. Das hat er auch gezeigt gegen Gladbach. Muss nur wollen. So, jetzt haben wir wieder den Ball. Die Abschlüsse von Pavlenka sind so gut wie meine. Ja, sehr schön. Ho. Und noch gut 7 Minuten. Wir haben weiterhin den Ball. Ja, und Pavlenka, ja, den Ball. Den bekommt er schon etwas mit Leichtigkeit. Sind jetzt auch eher so Trotzschüsse. Hauptsache, wir schießen einfach mal. Ja, sehr schön gemacht von Udin. Schöne Technik. Ja, und irgendeiner muss doch mal schießen, Leute. Irgendeiner muss mal schießen. 88 Minuten gespielt. Es gibt wieder einen Einwurf für Augsburg. Und langsam wird es hier spannender. Frederik Jensen kommt für Michael Gregoritsch. So, die mit einem weiten Einwurf. Ja, Stafelidis. Und... Oh, Co. hätte hier das Ding machen können. Ja, jetzt müssen wir einfach mit 2 Mann drauf gehen. So, 2 Minuten Nachspielzeit. Aber drauf gehen, komm. Sehr schön. Und dann gibt es hier vielleicht noch den Einwurf. Und wenn er weit, so weit nach hinten geht, dann wird der Schiedsrichter auch abpfeifen. Und das macht er auch. Ein 1:1, eine Punkteteilung. Am Ende verdient. Die erste Hälfte war deutlich besser als die zweite. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Hoffen wir einfach mal, dass alle Spieler zu 100%ig fit sind beim morgigen Spiel gegen den FC Bayern München. Klaassen mit 2 Schüssen aufs... 2 Versuchen und 1 Tor. Ja, also am Ende war es nicht das beste Spiel, es war in Ordnung, aber die zweite Hälfte hätte man sich auch schenken können. Da gab es jetzt keine großartigen Ansätze.